Moin Leute, mein Name ist Chris und heute zeige ich euch bzw. erzähle ein bisschen was über meine Theorie von dem roten Eingeborenen, der in The Forest nach dem Flugzeugabsturz in unser Flugzeug kommt und unseren Sohn Timmy entführt. Und was das für ein Typ ist und was der überhaupt auf der Insel zu suchen hat und was will der eigentlich mit Timmy? Also Fragen, die wo ihr euch sicher schon gestellt habt, die versuche ich mal so ein bisschen zu beantworten jetzt in dem Video. Ich habe öfters mal den Singleplayer angefangen, einfach mal um Sachen auszuprobieren und da ist mir eine Sache aufgefallen und zwar bin ich einmal in Richtung Yacht gegangen und habe gesehen, da stand so ein Eingeborener, ein roter Eingeborener auf der Yacht drauf und habe ich mir gedacht, was macht denn der da, der war ja noch nie da. Bin hingeschwommen und habe nur noch gesehen, wie der irgendwie vom Boot runtersteigt oder in das Boot reingeht und dann war er auf einmal weg. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und deswegen habe ich mir das hier jetzt mal genauer angeguckt, was hat es eigentlich jetzt mit diesem Typ auf sich? Wer ist dieser rote Eingeborene? Und ein Spot ist eben diese Yacht hier, wo ihr hier seht. Also er spawnt direkt auf dem Boot und wenn ihr näher ran schwimmt, dann sieht es so aus, als würde er einfach vom Boot runtergehen, beziehungsweise er verschwindet einfach im Boot. Der zweite Spot ist im Süden von der Insel und zwar steht er auf einer Klippe, ziemlich schwer zu erkennen bzw. zu unterscheiden. Aber wenn man mal ranfliegt, sieht man gleich, er rennt weg. Also keine Chance, den irgendwie einzufangen, wenn man hier ganz normal spielt. Mit der Mod natürlich ganz easy. Und der dritte Spot ist da, wo das Flugzeugcockpit ist. Und zwar steht er auch auf einer Klippe drauf. Erstmal schwer zu erkennen, aber wenn man näher hinläuft, sieht man, dass er rot ist und er rennt natürlich auch gleich direkt davon. Bei dem roten Eingeborenen handelt es sich um Dr. Matthew Cross, der mit seiner Tochter Megan, und ich nehme mal stark an, dass seine Frau auch dabei war, die hat es aber anscheinend nicht überlebt. Naja, man nimmt an, dass sie gestrandet sind hier auf der Insel oder er ist halt zum Arbeiten in diese unterirdische Anlage. Aber auf jeden Fall hat er dort an Kindern experimentiert, an der Wiederauferstehung. Seine Tochter starb eines Tages, man weiß nicht warum. Er hat dann auf jeden Fall versucht, sie wiederzubeleben mit Hilfe des Obelisken. Das gelang ihm dann auch, aber sie kam verändert zurück und tötete ihren Vater. Bei der Wiederbelebung trug der Doktor rote Farbe und man nimmt an, dass die Megan, wenn wir dann im Endkampf gegen sie antreten, eigentlich nur so reagiert, weil wir rote Farbe an den Händen und an den Füßen haben, beziehungsweise am ganzen Körper. Aber ich kann die Theorie widerlegen, ich bin extra nochmal in die Vault runtergegangen und habe keine Farbe an mir. Aber sie mutiert genauso. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum malt sich dieser Doktor mit roter Farbe an? Ich habe da eine Theorie und zwar, dass die Eingeborenen einfach da Respekt vor haben oder den irgendwie als Gott dann ansehen. Keine Ahnung, so wie bei Star Wars mit dem C-3PO bei den Ewoks. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und wenn ihr euch selber mit roter Farbe einschmiert, werdet ihr feststellen, dass die Eingeborenen euch erstmal in Ruhe lassen. Die greifen euch schon irgendwann an, aber für den Moment habt ihr erstmal Ruhe vor denen. Es sei denn, es kommt ein Mutant. Ich glaube, Mutanten reagieren da irgendwie sensibel drauf. Die werden dann ziemlich schnell ziemlich böse. Ich nehme auch stark an, dass der Doktor schuld an dem Absturz ist, weil hier oben in der Base ist ein Terminal und wenn ich das aktiviere, sendet es einen EMP-Strahl aus und ich denke mal, was alles in der Umgebung ist, wird lahmgelegt. Und ihr seht gleich im Video, da kommt ein Flugzeug runter und ich nehme einfach mal stark an, dass es genau dasselbe war wie bei uns. Ja, und ein Jahr später sind wir dann in der Talkshow und wir sollen mit dem Moderator Holz hacken. Plötzlich verwandelt sich Timmy und was es damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es könnte sein, dass es Folgen von seinem Wiederbeleben sind, genauso wie es bei der Megan der Fall war. Aber warum das jetzt ein Jahr später eintritt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Null Plan. Ja, und das war's auch schon jetzt mit meiner kleinen Zusammenfassung über den roten Eingeborenen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr eigene Theorien habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sieht man sich im nächsten Let's Play. Haut rein, ciao!